Bei der Geburt von jedem Kind kann man Nabelschnurblut entnehmen. Das Nabelschnurblut ist das Blut, das in der Plazenta, also im Mutterkuchen, übrig bleibt, nachdem das Kind geboren und abgeknabbelt ist. Das Blut wird üblicherweise entsorgt, zusammen mit der Plazenta. Aber neu kann man jetzt das Blut aufbewahren. Auf der einen Seite kann das Blut gespendet werden in eine öffentliche Bank, wo das dann zur Verfügung steht für die Verwendung. Zum Beispiel zur Transplantation bei einem Kind mit Leukämie. Auf der anderen Seite besteht auch die Möglichkeit, dass eine Frau das Blut für die Familie selber einlagern kann, in dem Sinn bei einer privaten Nabelschnurblutbank. Beide Möglichkeiten sind auch bei uns an der Frauenklinik möglich. Und wenn sich jemand näher interessiert, haben wir extra eine Website für das, wo man die Informationen im Detail bekommt.